Herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Mutters und wir spielen Oxygen Not Included. Ich habe gestern mal was ausprobiert. Ich habe mir eine neue Basis gemacht. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie ich die gebaut habe. Ich habe hier den Wohnbereich gemacht. Ja, da können halt vier Duplicants drin schlafen. Vier Duplicants können hier essen, Stress abbauen. Ja, relativ simpel. Und hier unten würde dann rein theoretisch, wenn der die Pumpe mal weg ist und das Wasser weg ist, kommt wird der Raum geschlossen. Und dieses Ding hier reinigt dann die Luft hier an der Stelle. Dann kann die auch nicht weiter raus. Und rein theoretisch leben die so ideal. Indem man alles getrennt hat. Das hier ist jetzt noch unangeschlossen. Denn ich habe mir gedacht, dass man diesen Raum und diesen Raum die so anbauen kann. So als Gang zwischen verschiedenen Räumen. Sodass das hier die Dinger ein bisschen mit Sauerstoff bepumpt und gleichzeitig diese. Und dann hier drüben der nächste Raum kommen würde, wo die nächsten Duplicants leben. Man könnte alle Duplicants gleichzeitig benutzen und alle Duplicants hätten gleichzeitig die gleiche Menge an Sauerstoff. Deswegen überlege ich, ob ich das bei uns mal umsetze und einfach mal ausprobiere. Zurück in unserer Welt, würde ich sagen. Gucken wir erstmal, was hier alles abläuft. Ja, das ist riesengroß und das ist so. Ich meine, klar, für vier Duplicants vier solche Dinger, ne? Alte Püsteris, aber das ist so unideal aufgestellt alles. Es ist schön, alles so ein Klotz, so schöne Basis und so. Aber wenn wir das dazu halten wollen, wie ich das da gemacht habe, da, ne, dann ist das irgendwie uncool. Ich habe überlegt, hier vorne, hier wo sowieso nichts weiter ist, alles abzureißen und dann einfach hier so zu bauen. Dann bleibt das hier die Toilettenebene auf der Höhe. Dann könnt ihr ja eigentlich mal jetzt rein aus der Trollerei. Ist hier noch irgendwas, was war? Nee, wir können alles abreißen, was hier ist. Sehr gut gemacht. Könnte man hier eigentlich rein theoretisch diesen machen. Das hier oben dann so ein bisschen abgrasen, sag ich mal. Naja, das, nicht abbaubar, ja, ich weiß. Dann lassen wir die mal kurz machen. Voila. Ich habe auch ein bisschen mit der Automation gespielt und noch nicht so ganz das hingekriegt, was ich wollte, weil irgendwie ist das so. Naja, du kannst solche Batterien nicht ansteuern. Das ist auch ziemlich kacke. Ich hätte das gerne so gemacht, dass wenn Batterien ausgehen, sich ein Signal wechselt darauf, dass man die Batterie wieder anschließen muss, so nach dem Motto. Das ist ein bisschen doof. Das funktioniert so nicht ganz. Ist ungünstig. Finde ich nicht so praktisch, sagen wir mal so zumindest. So, wenn sie das gebaut haben, dann müssen wir hier auf jeden Fall erstmal das deaktivieren und genau so hier. Vereinfach erstmal nur das Ganze hier vorplanen, so ein bisschen. Wir müssen ja sowieso erstmal ultra viel ausgraben. So richtig ultra viel. Kann sein, dass wir da nochmal krank werden von. Steht alles noch nicht so ganz fest. Werden wir sehen. Ich werde jetzt hier alles ausgraben, den ganzen Bereich. So, wir haben jetzt fast alle Forschungen wieder durch. Ich will nur noch das hier. Automation. Also, du musst auf jeden Fall, um diese Geräte zu benutzen, ich habe das ja drüben schon gebaut, weil ich ja die Automation-Kabel brauchte. Du brauchst Wasser als Input. Und Ekelwasser als Output. Ganz simpel. Ist also nichts besonders Schwieriges. So, und ich habe auch dort diese Maschine gebaut. Die dort die Base, habe ich vergessen zu zeigen, mit ansteuert. Ja, da müsste man gucken, wie das dann funktioniert bei der Gruppe bei 16 Duplikants, wie wir es jetzt haben. Wie lange das hält. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Dann können wir hier mal 1, 2, 3, 4, haut genau hin. Das hier abreißen. Wegreißen. Das wird alles jetzt dauern. Also wenn das die Schlafebene ist, da hinten, dann nehmen wir mal davon aus, dass hier
Eins, zwei, drei. Aber ich muss erst mal gucken, mit wegen die Betten. Die Betten. So, wenn da eine Tür ist. Eins, zwei, drei, vier. Pausieren, pausieren mal. Dann habe ich das hier so gemacht. Ne, so nicht. Geht gut los, ne? Das funktioniert sehr gut. Das funktioniert schon sehr gut. Also. So. Eins, zwei, drei frei. Zwei. Eins, zwei, drei. Dann kommt hier die Tür hin. Und ähnlich da hinten. So ist dann vier hoch. In etwa so. Erstmal so, und da hier sowieso nichts ist, kann man das gleich zumachen komplett. Eins, zwei, oder mal eins, zwei, drei, dann heißt diese Zwiebel hier weg. Da kommen die Luftteilerinnen. Wieder dann natürlich aus Gold, ne? Was soll auch sonst sein? Kann man Betten deaktivieren? Kann man. Nur für den Fall der Fälle. Einfach mal deactivated hier den ganzen Krams. Ich weiß, dass es hier ein bisschen kalt ist an der Ecke, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das werden wir schon irgendwie in den Griff kriegen, dann werdet ihr den Raum einfach aufwärmen oder so. Alleine die Maschine, die hier stehen wird, wird die ganze erwärmen. Dann können wir schon mal weiter planen. Dann nehme ich hier unten vier Betten raus. Ne, vier, die unteren vier. Dann habe ich da drüben einen idealen Raum, wo sie leben können, erstmal. Dann stelle ich hier halt die Waschbecken und so auf. Und dann passt das. Waschbecken, in der Dusche. Usche, Dusche. So. Ich denke mal, das ist okay today. Dann könnte man hier eine Leiter durchführen, um hoch und runter zu kommen. Erstmal auf jeden Fall auch, um das hier fertig bauen zu können. Das wäre dann ja mal nicht so verkehrt. So. Dann komme ich auch hier hinten weiter ran. Ich möchte schon, dass das da weg ist, das ganze kalte Zeug. Wobei das Eis jetzt schmilzt sowieso. Da muss ich mal jetzt ganz kurz glotzen. Ich möchte schon, dass das mittig draufsteht, so ein Stück. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir das irgendwie ordentlich hinbekommen. Unterkühlung. Ja, das dachte ich mir, dass das passiert. Ich weiß, ich habe eigentlich Pullis. Irgendwo rumstehen. Liegen. Ich würde sagen, ist ja, so oft kommen sie nicht her, weil das stimmt ja nicht. Das wäre hier logen. Das wäre hier logen. Diesmal sorge ich vor, dass die nicht gleich wieder da stecken bleiben irgendwo. Dann kann. Naja, so viel Platz muss ich ja nicht wegruppen, ne? Ich muss ja bloß das hier hinstellen können. Mal kurz gucken. Das sind vier, das sind genau 10 Stück. Genau 10. Quatsch, jetzt sind 4 sind 16. Das sind 18 Block. Dann sind das hier 5 und das hier sind 9 und das sind die Mitte. Dann hast du. So, ich guck mal, ob das mit 4 funktioniert. So. Weil theoretisch müsste es gehen. Ach, übrigens fällt mir gerade ein. Hier unter Strom findet man ja die Knöpfe nicht mehr. Ne? Diese, wie soll ich sie nennen? Die sind ja jetzt hier drin in der Automation. Und zwar hier ist der Atmosensor. Die alten Sensoren, die man hatte, die sind nicht entfernt aus dem Spiel. Die sind noch da. Man kann sie bloß nicht mehr benutzen. Ist ja auch der Grund, warum hier bei uns die Dinger immer noch dran sind, ne? Als Gasdruckschalter und nicht als Atmosensor. Ist bloß eine Frage der Zeit, bis sie sie entfernen wahrscheinlich, aber. Solange wie sie drin sind, lassen wir sie auch drin. Und Donner ist krank. Oh, 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 oh. Oh, 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 Donner, nicht doch.
Lüftung. Die Tüte, ich muss hier auf nichts achten, ich kann einfach drauf losbauen direkt. Oh mein Gott, ich sollte mal den Tab offen lassen hier. So, dann kommt der Jahresfilter. Der übliche halt. Immer aus Gold, wie sich gehört. Muss ich kurz überlegen, hier kommt nämlich noch eine Brücke hin. So. Ne? Kennt man ja alles. Hat man ja schon tausendmal gebaut. Dann hast du... Muss ich kurz gucken, wie man da am besten drankommt. Gleich. Weil das ist ja immer so eine Sache, im Creative Mode zu bauen einfach zum Beispiel. Und, ne? Ich habe das letzte Mal auch von unten nach oben gebaut. Schön ordentlich. Das lief eigentlich ganz gut. Dann hast du 3, 4, 5. Zack. Müsste richtig sein, genau, dann kommt hier nämlich das drunter. Elektrolyzer, Elektrolyzer, lalala. Ne, weil wenn man nämlich alles absperrt, richtig ordentlich absperrt, dann ist das nämlich auch ja kein Problem. Werde ich hier vorne nochmal das Bett wegruppen. Dann kann ich nämlich hier nochmal hoch. Können wir kurz einen Blick drauf werfen. Einer länger und dann kommt der Block Umruf, genau. Einer länger. Und dann der Block Umruf. In etwa so. Dann kann ich hier nämlich die Leiter weitermachen. Weiter, weiter die Leiter. Und erstmal hier so einen Eingang bauen. Und hier werde ich hier drüben... Rechnen wir das ab. Dann machen wir hier die Leiter hoch. So, da erstmal rankommen. Dann müssen wir jetzt erstmal bauen. Richten wir weitere Sanitärdinger ein hier. Zack, 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 zack. So wie immer. Das holen wir dann später von woanders. So. Dann haben wir... Das geht nach oben. So, soweit so gut. Jetzt muss bloß noch der Innenraum ausgerubbt werden. Das wird noch ein Spaß. Zumindest ist das schon mal soweit fertig. Das heißt, ihr könnt das hier noch wegruppen. Das hier schon mal. Dann kommen sie da immer noch ran. Ich glaube, ich muss dieses Mal die Verbindung anders machen. Ich glaube, dass ich lieber... Ne, das funktioniert nicht sehr, aber ich muss das so machen. Aber schön, wie flüssig das jetzt ist, ja, durch die Grafikkarte, wie der geht und so. Macht Spaß. Echt, macht echt Spaß, so zu spielen. So, die alle Forschungen sind durch, ne? Das heißt, wir können die Forschungseinheit erstmal wieder wegruppen. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Oder ich lasse einfach sinnlos stehen, das geht natürlich auch. Du wirst auf 0 gestellt. Eine Menge Arbeit. Da kann ich hier nämlich jetzt auch... Das ist sowieso 2 hoch. Da kann ich schon mal 3 hoch wegnehmen. Erstmal so. Das wird das olle Chlor da nicht rauslassen. Da zieht sich jetzt alles noch hin. Wenn wir das hier noch freiruppen... Dann können wir hier schon mal das hinbauen. Dann geht hier schon mal ein Rohr ab. Der Rohr geht voll ab. So, dann kann hier schon mal bei 3 Klotz hin. Auf passender Höhe. Noch können sie sich an dem ganzen Ding frei bewegen. So, jetzt ist auch überall alles frei, jetzt kommt auch überall ran.
Mir ist jetzt schon, dass die sich da einbauen werden. Aber sehr gut, sehr gut. Und wenn das fertig ist, dann werden wir mit einer niedrigen Priorität erstmal alles hier unten ausgraben. Dann brauchen wir nämlich... Tut jetzt ein bisschen eng hier mit der Wand. Der Teig jetzt ein bisschen doof gemacht. Der Teig richtig doof gemacht eigentlich. Das müssen wir aber in Kauf nehmen. 3, 4, 5. Na, das haut hin. So weit. Und ich habe nichts gemacht, weil ich falsch den Knopf gedrückt habe. Ist das doof. 3, 4, 5. Genau, kann ja nichts passieren. So, dann... Dann möchte ich, dass hier vorne... dass die Priorität hier oben höher ist als unten. Erstens vier rein. So. Dann haben wir den nächsten Raum. Das ist ja hier schon mit Fußboden. Da essen sie dann drinnen und schlafen und so weiter. Ne, so wie ich das euch gezeigt habe. Schlafen. Essen und schlafen. Auf jeden Fall gehen langsam die Bakterien, werden wieder verrückt. Gucken, wie warm das denn hier nachher ist, wenn ich die alles rausnehme. Wir müssen das denn erstmal ein bisschen laufen lassen. Ich werde die ersten hier drüben dann schlafen lassen, einfach die ganze Zeit. So, und was mich jetzt auf jeden Fall stört, ist, dass hier der Leiter im Weg ist. Dass hier überall Leitern im Weg sind. Macht mal hier eine kleine Grabung, dass die Dinger hier wegkommen. Erstmal so. Öffnen kann ich Sachen immer noch. Aber das stört mich total, dass die ganze Zeit immer nur am Herwuseln sind mit irgendwelchem Zeug, was total unsinnig ist. Das Schöne ist, dadurch, dass jetzt alles nicht mehr so leckt und so, kann ich hier rein theoretisch gesehen auch diese ganzen Teils alle austauschen später gegen Plastikteils. Dann haben wir hier mal eine Plastikbasis. Das ist eigentlich eine gute Idee. Kann ich die einfach hier drüber zimmern? Joa, sieht gut aus. So. Eigentlich ja nicht mal so eine schlechte Idee. Dann bewegen sie sich auch schneller und sieht auch cool aus. Dann können wir endlich mal was von dem neuen Zeug benutzen. Ich wünsche nur, ich könnte diese luftdurchlässigen Ziegel ein bisschen verbessern, optisch. Für optischen. Na, dann nehmen wir hier nochmal ein Bett weg. Dann machen wir hier nochmal eine Leiter ran, dass wir hier oben ran können. Damit sie da oben die Ziegel austauschen können. Eigentlich könnten sie das auch von oben, aber... wir werden später nicht mehr rankommen, also... wie sie jetzt hier rennen. Damit die Zeit... Achso, stimmt, ich habe hier oben total gefailt. Moment, ich muss ja hier noch... so, und diesen machen, damit sie da rankommen. Dann wird doch das hier alles... Das lasse ich hier mal... wird dann alles zu Plastik jetzt. Ich will, dass die ganze Reihe Plastik ist. Dann will ich auch, dass hier vorne die Dinger zerlegt werden, Stück für Stück. Und dann Plastik hingestellt wird, genau wie hier. Das ist ja jetzt sozusagen der Durchgang zwischen all dem. Wir haben hier noch Plastik da, das ist nicht das Problem. Wir haben jetzt noch 500, also wir können die hier noch zu Ende bauen zumindest. Ist eigentlich sehr, sehr schön, Juwelierlungen, ja. Wie gesagt, wenn das denn hier alles weg ist, ich meine, klar, mit Kartenstationen, das fehlt dann halt ein bisschen. Da müssen wir dann gucken. Das war dann nochmal ein extra Raum dafür einrichten oder so. Aber so macht das keine Probleme, ne? Dann können wir auch die ganze Basis entlasten mit den ganzen Betten und das alles. Das wird schon. Das ist, glaube ich, gar keine so blöde Idee. Ich werde den ab sofort immer so bauen, denke ich. So, wie sieht's aus? Ihr seid am Bauen.
An den Rest kommen sie ran, das sollte hinhauen. Ich muss bloß noch warten, bis das hier mal offen ist. Wie viel Ziegel haben wir noch? Ist immer noch bei 500 oder ist das wieder so eine komische Zahl, wo man nicht genau weiß? Wer weiß. So, aber ich glaube, das ist das Plastik, was noch über ist, ne? Ja, ja. Das wird ja kontinuierlich ausgespuckt, das Zeug. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen was, damit es damit schneller geht. Ich denke mal, ich werde, wenn ich sowas baue, ab nächster Folge immer schneiden zwischendurch. Oder vielleicht schon diese Folge, ich werde mal schauen. Das sind jetzt immer ein bisschen Arbeit. Die wir jetzt immer hier investieren werden. Weil die Sachen dauern einfach mittlerweile viel zu lange. 100 Kilo Plastik jedes Mal. Überleg mal, wie lange wir dafür jetzt gefarmt haben, ja? Wie lange die Herstellung jetzt gedauert hat. Also, wenn Sanitär angeschlossen ist. Das ist alles angeschlossen. Genau, dann brauchen wir nur noch Strom drauf. Wenn dann das hier die Ebene ist, wo das frei ist, dann ist hier die Ebene, wo das... Sollte dann so aussehen, denke ich. Mittlerweile ist die Basis ja schon fast fertig. Ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass die Dupes wieder gesund werden, weil die sind alle krank geworden durch die Unterkühlung. Das dauert ja glücklicherweise nicht so lange, so eine Unterkühlung. Dadurch ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Und ich werde, also ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze jetzt findet oder ihr da gemacht habt, ne? Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ne? Ich werde das jetzt noch fertigstellen und dann erstmal die Dupes regenerieren lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.